Schon wieder Brandstiftung. Schon wieder wurde am Sonntag bei Heusenstamm ein Feuer gelegt. Zuerst brennt ein Wiesenstück am Waldrand. Dann wird die Feuerwehr zu einem großen Brand im nahen Wald gerufen. Rund 15.000 Quadratmeter. Zwei Brandherde, die sich großflächig ausbreiten. Rund 30 Brände in den vergangenen Wochen. Das Stadtgespräch in Heusenstamm und Umgebung. Und da habe ich auch so mitbekommen, wie es direkt da gebrannt hat. Ich habe auch selber die Feuerwehr schon gerufen. Und musste auch schon mit der Polizei eine Zeugenaussage machen. Aber ja, mehr habe ich nicht mitbekommen. Direkt. Wir wohnen halt direkt am Wald, deswegen haben wir das sehr doll mitbekommen. Ja, jeder ist entsetzt über das Ganze, was hier passiert. Und Samstag und Sonntag kreist hier der Hubschrauber den ganzen Tag. Die Feuerwehren rennen rum und versuchen alles zu löschen. Und ja, die Leute sind wirklich entsetzt. Warum macht ein Mensch sowas? Warum setzt ein Mensch die anderen Menschen in Gefahr? Warum rührt es der Natur an? Ist es, was passiert bei so einem Menschen, der das macht? Ich kann es nicht nachvollziehen, überhaupt nicht. Die Polizei ist bei jedem Brand auch vor Ort, hilft mit Hubschraubern beim Löschen und sucht das Gelände ab nach Hinweisen. Die Häufigkeit der Brände, die ist schon mittlerweile sehr hoch. Wir haben das in den letzten Jahren so in dieser Form auch noch nicht gehabt, dass es quasi regelmäßig dort brennt in dem bestimmten Gebiet. Und ja, jetzt laufen natürlich auch die Ermittlungen zur Ergreifung des Täters. Die Hintergründe, warum jemand da vielleicht das Feuer legt, die sind natürlich sehr vielfältig. Aber da ermitteln wir auch in alle Richtungen. Ständige Brände in den vergangenen Wochen, die bisher ungeklärt sind. Mal kleinere Feuer, dann wieder Waldbrände. Dass die Feuer wohl alle absichtlich gelegt sind, ist mittlerweile klar. Ja, ein Zusammenhang bzw. eine Vermutung von Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Hierzu hat allerdings die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Wir hatten letzte Woche gleiche Ort, gleiche Uhrzeit, ebenfalls einen größeren Waldbrand, bei dem 130 Feuerwehrkräfte eingesetzt waren. An diesem Tag, jetzt haben wir 220 Einsatzkräfte eingesetzt. Also es sind schon ein Zufall, dass am gleichen Ort, an gleicher Stelle zwei Waldbrände sind. Tag und Nacht in Alarmbereitschaft. Das geht an die Substanz für alle freiwilligen Feuerwehren im Kreis Offenbach. Für unsere Einsatzkräfte sind die Einsätze sehr, sehr belastend, gerade durch diese Temperaturen. Und die Arbeit im Wald ist doch sehr anstrengend, weil zum Teil der Waldboden umgegraben werden muss. Also die Dimensionen, die das mittlerweile erreicht, die beängstigen uns auch alle. Also auch gerade die Führungskräfte, die halt eine Riesenverantwortung haben. Zum einen dem Personal gegenüber, was bei den Temperaturen in den Wald geschickt werden muss. Und zum anderen auch den Einsatzerfolg halt auch so schnell wie möglich sicherzustellen. Das sind schon sehr, sehr große Herausforderungen derzeit. Trotz eines schnellen Ermittlungserfolgs der Polizei am Anfang der Brandserie brennt es weiter im Kreis Offenbach. Ja, wir hatten ja vor gut drei Wochen jetzt mit der Festnahme eines 45-jährigen Mannes bzw. eines Tatverdächtigen schon jemand auf frischer Tat erwischen können mit Hilfe von Zeugen. Die Person sitzt nach wie vor noch in Untersuchungshaft und mit den jüngsten Bränden gehen wir natürlich davon aus, dass es weitere Personen sind oder mindestens eine weitere Person, die hierfür in Betracht kommt. Wir sind jetzt natürlich auch auf Zeugenhinweise angewiesen. Feuerwehrleute und auch Landwirte, die gestern bei dem Brand mit beim Löschen geholfen haben, sind in erhöhter Alarmbereitschaft und hoffen, dass der oder die TäterInnen schnell gefasst werden.